Guten Morgen, guten Morgen und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Eldaria im Rhythmus der Melodie. Vorab möchte ich mich einmal bei euch bedanken für die ganzen tollen Kommentare unter dem letzten Video. Es hat mich sehr überrascht, wie viele von euch wirklich an die Wiedergeburt glauben und mit welcher Argumentation sie das gestützt haben. War echt super interessant, das zu sehen, und ich wäre wirklich begeistert, wenn wir öfter mal solche Diskussionen unten in den Kommentaren starten könnten. Also müssen wir wirklich mal ein Lob an Eldaria aussprechen, dass man überhaupt zu solchen tiefgründigen Themen kommt. Na, das war ja auch eher Mangelware bisher. Sehen wir also mal, wie es weitergeht. Im letzten Part haben wir eine Tempelrundführung gemacht und haben Kero ein bisschen den Tempel gezeigt. Mal sehen, was er denn jetzt unternehmen möchte. Ich weiß nicht. Ich habe gehört, dass eine gewisse Huang Daxia ausgezeichneten Tee zubereitet. Und wenn wir zu ihr gehen? Weißt du denn, wo wir sie finden? Sie soll den Tee außerhalb des Tempels servieren, um im besseren Einklang mit den Geistern und der Natur zu sein. Na dann nichts wie hin. Außerhalb des Tempels, heißt das in der Friedensebene? Während wir in der unermesslichen Weite der Ebene immer weiter vorankamen, blieb Kero mit einem Mal stehen. Alles in Ordnung? Ich glaube schon. Was ist los mit dir? Ich weiß nicht. Ich kann nur schwer atmen. Und mir ist wirklich warm. Ich legte eine Hand auf Keros Stirn. Er glühte vor Fieber. Ich legte sofort meinen Arm um seine Taille, falls er einen Schwächeanfall haben sollte. Ich muss ihn zu Evelyn bringen, selbst wenn sie gerade mitten in einer Besprechung sein sollte. Komm mit mir. Also doch kein Tee. Schade. Ich denke mal, dass sie noch im Raum von Huanghua sein sollte. Also werde ich mich jetzt wieder ordentlich verlaufen, denn in diesem Tempel kann ich mich irgendwie nicht zurechtfinden. Das ist vergleichbar mit, Warte mal, wie ist das noch? Nee, da ist der Studiensaal. Nee, diese Höhlen. Ihr wisst schon. Ich klopfte an die Tür, aber niemand antwortete. Lass nur, es geht schon. Glaub mir. Kero, du glühst förmlich, also keine Widerrede. Lass mich nur machen. Einverstanden. Er löste sich von mir und lehnte sich gegen eine Wand. Da er wirklich Probleme beim Atmen hat, glaube ich zu wissen, was ihm fehlt. Wie ich hat er wohl Schwierigkeiten damit, sich an die hohe Mana-Konzentration zu gewöhnen. Evelyn? Bitte, wir brauchen deine Hilfe! Was ist denn das für ein Radau? Fräulein Evelyn ist beschäftigt. Mein Freund ist krank. Sie muss ihn unbedingt untersuchen. Feng Zifu betrat das Zimmer und kam einen Moment später mit Evelyn wieder heraus. Was ist denn los? Es geht um Kero. Er fühlt sich nicht besonders gut. Ich glaube, er hat das gleiche wie ich gestern Abend. Sie untersuchte ihn sofort. Huang Hua kam nun auch aus dem Zimmer heraus. Ich muss mich um diesen jungen Mann kümmern. Mach ruhig. Du kannst ja zurückkommen, wenn du ihn behandelt hast. Ziff, begleite sie. Danke. Valkyria, hilf mir, ihn in das Zimmer zu tragen. Oh. In dein Zimmer? Okay. Hier, Kero, leg dich hin. Evelyn bat mich, ihr frisches Wasser und saubere Handtücher zu bringen. Diese Aufgabe erledigte ich so schnell wie möglich. Danach tauchte sie eines der Handtücher in das Wasser und wischte über den Oberkörper von Kero, der immer noch sehr stark schwitzte. Aber schwitzen ist ja gut bei Fieber. Dann verabreichte sie ihm mehrere Tränke und legte ein feuchtes Tuch auf seine Stirn. Was ist mit ihm passiert? Hat er auch Mühe, sich zu akklimatisieren? In gewisser Weise. Wie du sicherlich bemerkt hast, hat Kero eine sehr schwache körperliche Beschaffenheit und die lange Reise, die wir gemacht haben, war sehr anstrengend für ihn. Er hat seine magischen Energiereserven genutzt, um durchzuhalten. Dann braucht er also Ruhe. Ja, er darf vor allem den Bogen nicht ständig überspannen. Das heißt? Oft übernimmt er sich einfach. Ich habe ihm bereits gesagt, etwas mehr an sich zu denken, aber dieser Dummkopf hört einfach nicht auf mich. Sie spricht das ganz unverblümt aus, obwohl Kero immer noch bei Bewusstsein ist und uns hören kann. Ich werde ihm noch die Ohren langziehen. Ja, Liebe.
Haha. Eve. Sei still und ruh dich aus. Ist ja gut. Fräulein Evelyn, geht wieder zu Fräulein Huang Hua zurück. Ich werde auf diesen jungen Mann aufpassen. In Ordnung, dann gehe ich wieder. Und ihr, Valkyria, ihr könnt auch gehen. Seid ihr sicher? Ja. Ich weiß sehr gut, wie man mit so einer Situation zurechtkommt. Und wenn ihr hier ständig im Weg herumsteht, hilft mir das auch nicht weiter. Ganz im Gegenteil. Dreht doch eine kleine Runde, bis das Abendessen fertig ist. In Ordnung. Ich hatte gehofft, etwas Zeit mit Kero zu verbringen. Ich glaube, das kann ich jetzt wohl vergessen. Diese unglückliche Wende hat mir einen ganz schönen Dämpfer verpasst. Und wenn ich trotzdem zu dieser Huang Daxia gehe? Ich könnte Kero dann sagen, ob ihr Tee wirklich so gut ist, wie man behauptet. Na gut, dann machen wir das. Ich verlaufe mich hier dauernd. So. Mein Herz stand erneut still vor Schreck. Mit einem Mal blieb ich stehen. Es ist schon lange her. Ich hoffe wirklich, dass wir es für den Kristall noch rechtzeitig schaffen. Oh, tut mir leid. Oh nein, es ist alles futsch. Sie stieß einen Tonkrug mit Milch und mehrere Schoten um, als sie mich anrempelte. Macht nichts, wir werden alles sauber machen, keine Sorge. Ach, komm, wir helfen weiter. Seid ihr sicher? Es scheint doch nicht so gut zu gehen. Macht euch keine Sorgen. Danke, aber plagt euch nicht zu sehr ab. Es geht schon. So, Tonkrug aufgehoben, das war's. Als ob nichts passiert wäre. Oh, vielen Dank. Ihr seid wirklich sehr hilfsbereit. Gern geschehen. Ich helfe gern. Wäre es sehr unverschämt, wenn ich euch um einen weiteren Gefallen bitten würde? Überhaupt nicht. Was kann ich für euch tun? Eigentlich hatte ich etwas anderes vor. Naja. Wir helfen mal weiter. Das macht einen guten Eindruck. Wir sind zu Gast. Nun, würdet ihr mich begleiten, um erneut etwas Milch und einige Schoten zu holen? Ja klar, selbstverständlich. Wohin gehen wir? Ah, Seelenmilch bekommen wir weiter unten. Im Tal. Und die Schoten hatte ich in den Ebenen gefunden. Okay, also gehen wir ins Tal, in die Friedensebene. Hier sind die Schoten. Wir müssen noch die Seelenmilch finden. Warte, wo hatte sie gesagt? Ach da. Ach ja, genau. Da steht irgendwo einfach ein Krug herum. Hier ist die Seelenmilch. Sagt mal, wer hat den hier abgestellt? Wie bitte? Na, den Tonkrug. Er stand hier auf diesem Felsen. Ach, das sind die Bewohner dieser Berge. Aber woher wussten sie, dass ihr Milch braucht? Ihr habt doch schon heute Morgen welche geholt. Sagen wir mal, sie wissen vieles. Und solange wir gut zu ihnen sind, werden sie auch gut zu uns sein. Mit ihnen meint sie wahrscheinlich die Geister, von denen Huang Hua gesprochen hat. Wir haben alles. Jetzt müssen wir das nur noch in die Küche bringen. Ich folge euch. Okay. So, jetzt ist wieder die Frage aller Fragen. Wo geht's in die Küche? War das nicht hier hinten? Yes! Ich stellte den Tonkrug und den Obstkorb auf den großen Tisch. Braucht ihr mich noch? Es geht jetzt schon, danke. Ihr habt dazu beigetragen, dass heute ein prächtiges Abendessen aufgetischt werden kann. Ach, gern geschehen. Tut uns ja auch gut. Hey, Valkyria, komm und hilf mir. Nein? Na gut, wo ist der Haken? Kannst du mir vielleicht erstmal sagen, worum es geht? Also, wo ist der Haken? Es gibt keinen Haken, versprochen. Eine Priesterin des Tempels hat mir angeboten, mir einen Talisman zu machen. Aber ich weiß nicht, was für eine Farbe oder welchen Stoff ich dafür aussuchen soll. Du hast Geschmack. Ich meine, du siehst immer hübsch aus. Ja, danke, Chrome. Würdest du mir helfen? Ja, abgemacht. Das hatte ich eigentlich nicht vor, aber es wird mich auf andere Gedanken bringen. Warum also nicht? So, hilf Chrome dabei, seinen Talisman anzufertigen. Ja, wo ist er denn?
Na, wo ist er denn? Chrome, hallo. Sollen wir hier irgendwas aufheben? Ich habe keine Ahnung. Oder wo wir hin sollen. Ja, genau. Wo gehen wir denn hin? Pah, sie war eben noch hier. Ich verstehe nicht, sie ist verschwunden. Wir müssen sie unbedingt finden. Chrome, warte! Was? Fang diesen Blödian ein. Ah, kein Ding. Also, hier ist sie schon mal nicht. Mann, ich habe ihr doch gesagt, dass sie auf mich warten soll. Armer Kerl. So, jetzt ist die Frage, wo ist er jetzt? Chrome! Put, 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 put. Beifuß. Das hört er bestimmt nicht gerne. Kiro ist nicht mehr in unserem Zimmer. Schön. Ist sie abgehauen? Oder doch in den Gärten? Aha! Gibt es die überhaupt, eine Priesterin? Bist du sicher, dass es kein Geist war oder so etwas in der Art? Seit den Abenteuern, die ich mit Jö erlebt habe, bin ich schon um einiges misstrauischer geworden. Nee, ganz und gar nicht. Sie war ausgesprochen lebendig. Hast du das auch überprüft? Indem du ihr die Hand geschüttelt hast zum Beispiel? Nö, ich kenne sie doch kaum. Oh, Chrome. Höflichkeit und so. Ah, siehst du, es gibt sie doch. Wir haben euch überall gesucht. Tut mir leid, junger Mann. Aber als du nicht zurückgekommen bist, dachte ich, dass du es dir anders überlegt hast. Ganz und gar nicht. Ich habe nur diese junge Frau geholt, die ich euch gegenüber erwähnte. Sie wird mir beim Aussuchen helfen. Einverstanden. Also nochmal, wofür brauchst du den Talisman? Also, um mich vor schlechten Einflüssen, negativen Energien oder so etwas in der Art zu schützen. Also vor Ashcore und Laveton? Sieh mal einer an. Verbirgt sich hinter Chromes harter Schale etwa doch eine gewisse Angst, was bei dieser Mission mit uns passieren könnte? Gut. Ich werde also einen Talisman aus Onyx und schwarzem Turmalin schaffen. Zusätzlich bräuchte ich noch ein drittes Element deiner Wahl. Etwas, was dich ausmacht, was dir persönlich entspricht. Oh, das ist aber kompliziert. Ich weiß nicht recht. Nimm doch eine Haarsträhne von Karen. Da kann ich dir jetzt auch nicht weiterhelfen. Ein Stein? Die Gesteine in Balenvia haben dich doch so fasziniert. Soll ich mal frech sein? Nimm eine Haarsträhne. Ach, du spinnst. Er durchsuchte seine Hosentaschen. Würde das gehen? Ein Amethyst von Altissia. Der ist hier perfekt. Er besitzt offensichtliche spirituelle Kräfte und wird dir ermöglichen, deine Gefühle besser unter Kontrolle zu bringen. Oh, das ist bestimmt hilfreich. Sie begann, den Talisman von Chrome herzustellen. Dann wickelte sie ein Band um den Stein und sprach ein paar Zauberformeln aus. Ich habe mich dazu entschieden, ein Eisenkätzchen zu verwenden, da du unter dem Segen des Widders stehst. Silber wäre toll gewesen, aber ich fürchte, dass du davon Juckreiz bekommst. Werwölfe und Silber. Huh. Ja, wenn man das vermeiden könnte. Ach stimmt. Die Legende besagt, dass Werwölfe Silber ganz und gar nicht mögen. Und das ist der Beweis. Told you so. Perfekt, wie viel schulde ich euch? Nichts. Meine Talismane sind nicht zum Verkauf bestimmt. Oh, ich, vielen Dank. Im Tempel läutete eine Glocke. Es ist Essenszeit. Oh, super. Mist, jetzt hatte ich nicht einmal mehr Zeit, zu Huang Daxiat zu gehen. Aussprache, muss ich nochmal üben. Ich betrat die Küche, dicht gefolgt von Karuto. Alle waren da. Alle außer Huanghua, Laveton, Evelyn und Valkyon. Sie besprachen bestimmt noch die aktuelle Lage. Ich fragte mich, ob es wirklich sinnvoll war, ihnen alles zu sagen. Ich dachte an meine Vision und die möglichen Auswirkungen auf die Zukunft von Eldaria. Und die meine.
Diese Kreatur, dieser Dämon, wenn es ihn wirklich geben sollte, könnte er sicherlich ein Vorbote des Weltuntergangs sein. Dieser Gedanke ließ mich erschaudern. Gedankenverloren versuchte ich, mich an die Realität zu klammern. Und die zubereiteten Gerichte, hauptsächlich aus Reis und marinierten Fleischstücken, zu bewundern. Die Mahlzeit sah einfach aus, aber die gemütliche Atmosphäre, die von dieser Tischgesellschaft ausging, reichte aus, um mein Herz zu rühren. Ich hatte das Gefühl, an einem riesigen Familienessen teilzunehmen. Aber ohne den betrunkenen Onkel, der wem auch immer erzählt, dass die Jugend heutzutage keinen Respekt mehr kennt. Richtig erfrischend. Liebe Feng Huangs, liebe Mitglieder der Garde, wenn ihr mir gestattet, ich werde die Tischgesellschaft verlassen und diese Gerichte Fräulein Huang Hua und den erhobenen, erhabenen Mitgliedern der Lichtgarde bringen, mit denen ich noch einiges zu besprechen habe. Niemand äußerte Einwände, aber Karuto setzte eine merkwürdige Miene auf. Traurig, aber gleichzeitig auch bewundernd. Ja, er ist so ein kleines Feng-Zi-Fu-Fangirl. Die Mahlzeit wurde voller Freude und guter Laune fortgesetzt. Ich war nicht mehr so traurig, nicht mehr so ängstlich angesichts des Schwertes des Domakles, das über unserem Kopf schwebte. Ich hatte mich beruhigt und meine Lebensfreude kam langsam wieder zurück. Das war mir seit langem nicht mehr passiert. Ich frag mich, ob sie endlich mit ihrer Besprechung fertig sind. Ich würde gern ein bisschen mit Valkyron sprechen, bevor ich schlafen gehe. Sprechen? What? Sprechen wird überbewertet, Mäuschen. So, aber hoffentlich finde ich jetzt hier noch den jungen Mann. Ah. Ich klopfte an seine Tür, doch es war Leifton, der mir öffnete. Brauchst du etwas? Ich wollte nur sehen, wie es Valkyron geht. Er schläft. Unsere Besprechung war anstrengend. Oh, dieser Gesichtsausdruck. Ich verstehe. Sag ihm, dass... ich wusste nicht recht, was ich sagen sollte. Ja? Nichts. Nicht so wichtig. Schade. Ich hätte gern mit ihm geschlafen. Nein. Lassen wir das. Evelyn schläft schon. Ich versuche leise zu sein. Ich zog mich unauffällig aus und schlüpfte ins Bett. Alles, was passiert war, schwirrte mir im Kopf herum. Die Krankheit des Kristalls. Dieser furchtbare Traum. Dieser Kuss von Valkyron. Wenn es denn nur ein Kuss gewesen wäre. Ich schaffte es nicht, den Kopf frei zu bekommen und herunterzukommen. Ich wälzte mich lange in meinem Bett hin und her, bevor ich einschlafen konnte. Nach einigen Stunden gelang es mir, endlich Schlaf zu finden. Ein Geräusch weckte mich im Morgengrauen. Ich vernahm eine Art Murmeln. Also, wie geht es ihr? Besser. Ich konnte kein ungewöhnliches Verhalten feststellen. Bis auf den Schwächeanfall gestern Abend gibt es nichts zu melden. Das ist doch sehr aufmunternd. Ach, das sind die Stimmen von Huang Hua und Evelyn. Sie denken bestimmt, ich schlafe noch. Es interessierte mich, was sie über mich sagten. Du hattest also recht. Wenn man den Kristall entfernt, scheint die Wirkung nachzulassen. Ja. Seine Gegenwart ist noch zu spüren. Sie empfängt immer noch seine Nachrichten, aber sie scheint nicht mehr von dem Unheil heimgesucht zu werden, das dem Orakel keine Ruhe lässt. Sprechen Sie etwa von mir? Ja, natürlich! Gut, pass weiter auf sie auf. Wenn es tatsächlich am Kristall liegen sollte, dass sie sich krank fühlt, werde ich sie überzeugen, hier zu bleiben. Wir sollten aber mit ihr sprechen darüber. Sie leidet schon genug. Ich möchte sie nicht noch zusätzlich belasten. Wer weiß, wie sie reagieren würde. Ich weiß, dass sie es hasst, wenn man ihr Dinge verschweigt. Aber ich habe nicht den Mut, ihr zu sagen, dass ihr Leben in Gefahr zu schweben scheint. Wir sagen ihr die ganze Wahrheit, wenn wir uns sicher sind. Ich möchte sie nicht umsonst verrückt machen. Ja. Moin, ich bin wach. Ich verstehe. Sie ging weg. Puh, dann haben sie vor der Krankenstation wirklich von mir gesprochen. Das Unheil, das den Kristall heimsucht, zerstört mich vielleicht wirklich gerade selbst.
Ich weiß nicht, ob ich wütend oder frustriert sein soll. Ich muss mit Huang Hua darüber sprechen. Natürlich! So, wenn wir ihr Zimmer finden, wo ich wirklich jedes Mal Probleme habe. Studiensaal? Nein. Ach so, da kommen wir in den... Ja gut, da muss ich glaube ich hier hin. Da. Ohne vorher anzuklopfen, betrat ich das Zimmer von Huang Hua. Und da sah ich sie dann. Mit tränenüberströmtem Gesicht drehte sie sich überrascht zu mir um. Oh, Valkyria? Was machst du denn hier? Die Wut, die in mir hochstieg, verschwand mit einem Mal, als ich das traurige Gesicht von Huang Hua so ganz unverblümt sah. Noch eine Sekunde vorher war ich wirklich entschlossen gewesen, ihr alles ins Gesicht zu sagen und jetzt bekam ich kein Wort heraus. Ich hatte Huang Hua noch nie in diesem Zustand gesehen. Und ich war in höchstem Maße verwirrt. Was ist denn los? Probleme. Probleme persönlicher Art. Etwas Schlimmes? Ja und... Nein. Sagen wir mal, ich kämpfe gegen mein eigenes Gewissen. Was meinst du? Weißt du, ich bin hin und her gerissen zwischen dem, was ich gern tun würde und dem, was ich tun muss, wenn das klarer ist. Ich habe eine Entscheidung getroffen, aber dazu zu stehen fällt mir sehr schwer. Ich habe Angst, jemanden zu verlieren, der mir sehr nahe steht. Wenn ich das mache, was ich mir vorgenommen habe, könnte es sich dabei vielleicht um mich handeln? Meinte sie damit, dass sie mir verschweigen muss, was sie über meine Bindung zum Kristall weiß? Ich traute mich nicht, dieses Thema anzusprechen. Ich weiß nicht, was ich dir sagen soll, außer, dass Kommunikation der Grundstein einer jeden Beziehung ist. Diesen Gesichtsausdruck finde ich gerade sehr, sehr unpassend. Vielleicht hat ja deine Freundin mehr Verständnis, als du denkst, für das, was du dir mitteilen möchtest. Auch wenn es schwierig ist. Ich glaube, ich habe nicht genug Kraft für diese Auseinandersetzung. Im Moment. Huang Hua begann wieder zu weinen. In diesem Moment verstand ich, dass wenn ich ihr eingestehen würde, was ich gehört habe, wenn ich ihr sagen würde, dass das Übel, das mich zerstörte, trotz der Entfernung immer noch da ist, sie am Boden zerstört wäre. Und das war ein unerträglicher Gedanke. Daher entschied ich, die Wahrheit noch etwas länger für mich zu behalten, wenigstens bis der Kristall geheilt war. Vielleicht werde ich dann auch geheilt sein, wer weiß. Wenn sie so viel Energie aufbrachte, um mich zu beschützen, wäre es das Mindeste, ihr so einen harten Schlag zu ersparen. Tut mir leid, dass ich dich mit meinem Problem belästige. Was wolltest du hier? Ich wollte mich nur erkundigen, wie es dir geht. Seit wir hier sind, haben wir nicht viel Zeit miteinander verbracht und du fehlst mir. Oh, Valkyria. Huang Hua warf sich in meine Arme und begann herzhaft zu weinen. Wie könnte ich ihr böse sein, dass sie mir die Wahrheit verschweigt, wenn ich sie in meinen Armen zittern spüre? Ihre Traurigkeit zerriss mir das Herz. Ich würde lieber meine Schwächeanfälle noch einmal durchleben, als sie so verzweifelt zu sehen. Ich lasse dich in Ruhe. Tut mir leid, dass ich dich gestört habe. Gut. Und danke. Ich musste an die frische Luft, um wieder einen klaren Kopf zu bekommen. Tja, aufgrund von Huang Huas Verzweiflung konntest du ihr nicht sagen, was du auf dem Herzen hast. Du brauchst jetzt ein bisschen frische Luft, um wieder ein wenig herunterzukommen. Mal sehen, vielleicht treffen wir ja jemanden. Jemanden wie Valkyon zum Beispiel. Mit dem habe ich nämlich noch eine Rechnung offen, das geht gar nicht. Ich meine, hallo? Erst das Tier entfesseln und dann abhauen? Hey, Valkyria! Oh, das war sehr weiblich. Valkyon? Oh, Valkyria. Ich freue mich, dich zu sehen. Ach ja? Ich glaube, jetzt kommt nochmal eine moralische Predigt, in der wir ihm sagen, wie enttäuscht wir von ihm sind. Ich meine, er weicht sogar unseren Küssen aus. Ich denke mal, diesen Part verschieben wir dann auf morgen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin, Schnitzelmama over and out!